So, meine Damen und Herren, momentan gibt es kaum einen Ort, der mehr in der Presse ist als dieser hier. Heidenau. Die schlimmen Ausschreitungen von letzter Woche haben mich dazu geführt, einfach mal zu sagen, hinfahren. Ja, nicht nur irgendwie schlaue Sprüche bringen oder eine Meinung sich bilden, ohne da gewesen zu sein, einfach auch mal vor Ort sein. Und wir wollen einfach mal sehen, wie ist das hier mit den Leuten? Sind hier wirklich alle Pack-Nazis, rassistisch oder vielleicht ist das auch gar nicht so? Und ich habe einfach mal meinen Freund Nana mitgenommen. Und das Gute ist, Nana kennt hier keiner und Nana könnte auch glatt als Flüchtling hier durchgehen. Das heißt, ich würde ihn versuchen, einfach mal an den Mann zu bringen. Ja, wir haben uns überlegt, wir können einfach alle Variationen haben. Wir können einfach auch mal eine Kunstsprache uns überlegen. Einfach so ein na, Afrikaans. Ganz genau. Du kannst das aber gar nicht, ne? Nee, kann ich nicht. Ich bin hier groß geworden und vorab auch schnell geile Aktion. Du hast gefragt und bei sowas bin ich natürlich sofort dabei. Ja, deswegen auch schön, dass du mit hergekommen bist. Ich kann auch kein Afrikaans, aber wir werden einfach so tun, als ob. Und schauen einfach mal, was hier in Heidenau so passiert. Alle. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich darf eigentlich gar kein Interview geben. Ja, brauchen Sie auch gar nicht. Ich wollte eigentlich nur wissen, wo die Packstation ist, weil das ganze Pack kommt ja hierher und das muss ja sich irgendwo treffen. Haben wir gar nicht. Haben Sie gar nicht nein, mehr? Ist nein, nicht mehr. Nein. Wo ist wohl das Pack? Natürlich in der Reichskrone. Entschuldigung. So, ein bisschen jetzt im Hals. Wir haben nämlich überlegt, irgendwie, wo kann sich wohl das rechte Pack treffen? Das kann ja nur in der Reichskrone sein, oder? Wahrscheinlich vom Namen her durchaus denkbar, jedoch ist der Name etwas älter als der Begriff Zweiter Weltkrieg. Servus. Grüß dich, Olli. Hallo. Na, was macht ihr hier? Na, wir wollen bloß Alkohol, weißt du? Alkohol? Wir wurden ja gerade kontrolliert von den netten Polizisten. Und? Ist deswegen? Ja. Na, bloß allgemein so, weil wir verdächtig aussehen. Ja, und wart ihr schon mal hier, als es hier ein bisschen geknallt hat? Gucken. Na, gucken wir, was abging so, nur also, aber nie mitgemacht. Und wie war das so? Ja, aber gucken ist doch genauso schlimm fast wie nicht mitmachen, oder? Ja, bloß gucken, weißt du, ist ja nicht so schlimm wie mitmachen. Aber was ist denn gucken und dagegen sein? Wie sieht es denn damit aus? Wir sind ja nicht dagegen, wir sind neutral. Also mir ist es relativ egal. Das funktioniert ja nicht. Wenn die Leute da irgendwie Randale machen, dann guckt ihr zu. Und wenn du dann aber nichts sagst, das ist dann wie mitmachen. Ja, aber Heidenau, weißt du, da ist ja nie was los, weißt du. Und hier durch die Demos ist eher was los, weißt du. Da geht man trotzdem hin, weißt du, auch wenn man neutral ist. Also nach dem Motto, weil jetzt mal irgendwie ein paar Böller sind und ein paar Leute und ein paar Polizisten einen Stein in die Fresse bekommen, dann kann man sich das mal angucken. Ich habe auf Beef gehofft. Also erstmal so zur allgemeinen Situation. Okay. Mich stören die Asylanten null, gar nicht halt. Mir ist es egal, ob schwarz, weiß, gibt irgendwie. Aber auf die Fresse oder so. Ja. Das ist, ja. Irgendwo man guckt auch im Fernsehen Boxkämpfer oder so. Du, ich habe ein paar Leute, wenn du mal ein paar auf die Fresse haben willst, das können wir auf kurzem Wege organisieren. Habt ihr da Bock drauf? Alles klar, geht los. Ja? Wenn du uns vorher zwei, drei Flaschen Whisky organisierst, dann auf jeden Fall. Nee, ich möchte schon irgendwie, dass ihr so einen auf die Fresse bekommt. Also, wenn ihr wollt, wir können mal rübergehen zu den Kollegen oder sowas halt. Also, die machen das bestimmt gerne. Irgendwas Schönes rufen so, ne? Ja, ein paar Zeichen so. Ja, da gibt es auch die Möglichkeit. Na, ich kann euch privat auch welche organisieren, durch jederzeit eins aufs Maul hauen. Pronomen wären cool, ne? Ja, Polizei, wir hören bitte durch. Hier sind sie. Ja, aber ihr wisst schon, dass das so mittelmäßig cool ist, wenn man einfach nur so guckt und Randale ist irgendwie oder so. Dann geht doch zum Boxen. Aber ist besser als mitzumachen, oder? Nee, es ist keine richtige Haltung. Dann, wenn du wirklich Randale haben willst, dann gegen die vor, die hier Randale machen. Ja, da ist so drei Leute gegen 500 oder so. Nee, also da hast du deutschlandweit schon eine relativ große Rückendeckung. Da kannst du sogar ja, deutschlandweit, aber würde da jemand deutschlandweit herkommen, wenn ich sage, hier, Leute, es gibt doch Stress, komm her. Wenn es hier wieder Stress gibt und du stellst dich hin und stellst dich gegen diese Person, dann bist du auf jeden Fall der große Gewinner. Ich bin also so der große Gewinner. Ja, der eine sagt ja, so, der andere so. Mittelmäßig irgendwie. Ich bin nochmal der Packer im Gehen. Wer von euch hat eine Freundin? Genau. Kein Bock drauf. Naja. Die gute Hand. Naja, das ist klar. Die weiß halt nur so Masturbation und irgendwann auch mal eine richtige Frau. Das ist doch auch mal ein Ziel für euch, oder nicht? Was Masturbation auf jeden Fall. Ja, ich weiß, dass Masturbation, aber das, wenn ihr mal auch eine richtige Frau mal für euch begeistern könnt, das wäre auch mal schön, oder nicht? Wenn es ein bisschen Puppe ist, ist doch scheißegal.
Ihr habt gar keine Ahnung, warum ihr Single seid, oder? Aber die wollen, weil wir keinen Bock haben. Ich weiß nicht, da sind solche unsympathischen Typen wie ihr. Ich will erstens will ich meine Ausbildung abschließen. So. Was lernst du gerade? Eine Ausbildung zum Chemikanten. Zum Chemikanten? Mhm. Da sollte man ja echt, also wie ist das eigentlich mit diesen gefährlichen Dämpfen, wenn die austreten und man die einatmet? Hast du das Gefühl, dass das irgendwie was verändert bei dir? Kommt drauf an, was es ist. Okay, alles und klar. Und wir haben ja alle eine PSA, also persönliche Schutzausrüstung, alles safe. Klar seid ihr safe. Aber manchmal. Aber man kann sich ja auch mal so über einen Toluol-Tank hängen, so, wenn man Bock drauf hat. Also ich glaube, das machst du ja öfter, das ist ja das Problem. Und was bei dir? Nee, ich bin mal raus. Ich bin von Haus aus raus. Ja, ich merke schon. Machst du was beruflich? Beruflich, ich mache ab nächste Woche ja? Ausbildung als Gartenlandschaftsbauer. So, fantastisch. Und du? Maßnahme. Maßnahme? Was eine ist Maßnahme? Maßnahme? Um den Abschluss nachzuholen halt. Ah, okay. Was heißt Hauptschule oder gar nicht? Gar nicht, leider gar nicht. 8. Klasse oder wann? Oder? Na, ein bisschen laufen lassen, so. Ne? Nicht mehr hingegangen zur Schule? Ja. Genau. Und warum? Ich habe andere Interessen gehabt, halt, so Kumpels, so, die halt auch nichts gemacht haben, so weiter. Ne? Aber ist ja jetzt ein bisschen schade an der Stelle, oder nicht? Wenn man dann nicht wir können sie rausschneiden, ach so. Nee, wenn man die Schule nicht gemacht hat, das ist doch doof, oder nicht? Ja, klar, deswegen jetzt nachholen halt, ne? Hm. Ja. Eine Frage von dem Typen hier. Ja. Wo wird es eigentlich überall ausgestrahlt? Ich hoffe, dass das sehr viele Leute sehen, um einfach mal so ein paar Leute zu sehen, die hier einfach so unterwegs sind. Die werden den Kopf schütteln. Ja, ab und zu so denkt man sich ja auch, was für ungebumste Arschlöcher stehen da eigentlich. Darum kriegst du Bumpy. Und dann weiß man einfach, hier sind sie. So. Da war ich. Ja. Schön, das Beste ist auch, wenn man drüber lachen kann, oder? Ja. Naja, also ich hoffe, dass es trotzdem hier ruhig bleibt. Ja, klar. Lieber mal dagegen sein als dafür, bitte. Ja, natürlich. Ja. Gut. Also, alles Gute. Dankeschön. Ciao. Bring mir noch mal irgendwas auf Deutsch bei, so einen wichtigen Satz auf Deutsch. Arbeiten gehen. Abiki. Ja.